Amelie ist ein gesundes, aufgewecktes Mädchen im Alter von 3 Jahren und 2 Monaten. Sie besucht mit ihrer Mutter zum ersten Mal einen Snuselnraum. Der Raum wurde für diese Stunde vorbereitet. Man sieht die beiden Wassersäulen auf einem Podest und einen Faseroptikvorhang mit dem Effekt eines Wasserfalls an der Wand. Die Bodenmatten sind als bequeme Liegefläche gedacht und mit weiteren Kissen abgedeckt. Das Mädchen trägt bequeme Kleidung und rutschfeste Socken an den Füßen. Es konnte an der geöffneten Tür wartend selbst aussuchen, zu welchen Gegenständen im Raum sie gehen möchte. Sie wählt den Faseroptikvorhang und betrachtet die Lichtstränge. Indem die Mutter die einzelnen Lichtfasern bewegt, erklärt sie Amelie diese leuchtenden Bänder und fragt, an was sie erinnert wird. Das Kind verweilt aber nicht lange an dieser Stelle und schaut sich weiter in dem Raum um. Ihr Blick bleibt an den beiden Wassersäulen hängen, deren Farben langsam von Gelb auf Weiß, dann auf Blau und wieder auf Gelb wechseln. Die aufsteigenden Blasen interessieren sie. Ihr Blick in den Spiegel ist nur kurz. Sie geht zu der zweiten Säule und folgt mit ihrer Hand und mit leicht lächelndem Gesicht den kleinen Blasen. Die Mutter und eine zweite Begleiterin versuchen, Amelie noch etwas länger an den Wassersäulen zu halten. Nur kurz legt sich das Mädchen zwischen die Wassersäulen. Gerne würde es in der ersten Stunde noch etwas Neues entdecken. Die Mutter bringt einen Leuchtkübel in den Raum und stellt ihn auf der Bodenmatte ab. Der feine Sand auf der Bespannung deckt das rote Licht in dem Behälter ab. Das Gerät fasziniert Amelie. Mit dem Finger malt sie auf der Oberfläche des Behälters Figuren in die Sandoberfläche, die durch das hervorbrechende Licht rötlich leuchten. Das Lichtspiel hat für das Mädchen einen besonderen Reiz. Es ist schwer für das Kind zu entscheiden, was in dieser Stunde das schönste Erlebnis war. Es sind sehr viele Eindrücke. Jetzt kennt sie den Snuselnraum schon etwas und muss sich in der nächsten Stunde wieder für bestimmte Geräte entscheiden.